Ja, Mensch, Hallöchen und willkommen hier zurück zu einer neuen Folge Ark. Und ja, der Level 120 T-Rex ist leider Geschichte. Ja, der wollte ab in die ewigen Jagdgründe. Ja, der hat nämlich irgendwie die ganze Zeit mit dem Säbelzahntiger Gekämpft. gekämpft quasi und hat leider den Kampf verloren. Nicht, weil der Säbelzahntiger so wahnsinnig stark war, sondern einfach, weil der T-Rex den nicht erwischt hat. Der ist immer die ganze Zeit um die Füße drumherum geschlichen und er hat ihn einfach nicht getroffen. Ja, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz haben wir die Suche fortgeführt, ne, nach Ja. einem T-Rex, der sich dann noch mal wirklich lohnt. Ja, und übrigens nur kurze Info, der Patch ist schon da, der Halloween-Patch hier ist nämlich schon so ein, naja, Mini-Friedhof mit Grabsteinen, die man abbauen kann und wieder hinbauen kann Ja, und das kannst du so. ja mal kurz machen. Kann Einfach, genau, einfach sammeln. man. Das ist richtig cool. Das funktioniert Hast du die Geräusche sowohl. gehört? Da waren Na. Geister. Was? Die habe ich nicht gehört. Okay. Uah, uah. Hilfe. Ja. Ja, und die Bäume haben übrigens ihre Farbe geändert, so schön herbstliches Farbbild sozusagen. Und nee, es war nur ein Pteranodon, ich wollte schon sagen. Ja, wir haben noch einen zweiten T-Rex entdeckt. Wo ist der denn eigentlich? Ja, warte, ich komme gleich wieder. Ich komme gleich hingeflogen. Moment, ich brauche hier was zum Fliegen. Wo ist denn eigentlich Mad Eagle? Weiß nicht. Ach, hier ist Mad Eagle. Mein Gott, jetzt habe ich gerade gedacht, ich hätte Mad Eagle vorhin irgendwo vergessen. Ja, Oh und die je! Kürbisse kann man übrigens auch sammeln. Die kann man auch hinbauen. Quasi genauso wie die Grabsteine, kann man kurz demonstrieren. Ich komme mal zu dir, Kuckucks. Und die kann man dann so hinbauen und die kann man dann halt mit Pinsel vollmalen. Also es ist dann, also, naja, schnitzen heißt das dann im Prinzip. Aber im Prinzip macht man nichts anderes als mit einem Pinsel Ich suche dich was gerade. Wo draufmalen bist du denn auf der gerade? Halbinsel. Der Halbinsel, okay. Und also wie gesagt, ich kann meinen Pinsel vollmalen, das kann Anina mal demonstrieren. Ich habe Oh gerade leider keinen ja, Pinsel oh mit. ja. So, genau. Du bist mit Freya im Schlepptau unterwegs, ja. Wenn du ein bisschen langsamer machst, dann führe ich dich auch zu dem neuen T-Rex, ja. Ich habe wirklich noch mal eine Ewigkeit Na, der ist gesucht. doch hier gerade zu, oder nicht? Eigentlich war er. Ach so, war er schon so nah? Nein. Naja, also auf jeden Fall war es eigentlich nur geradeaus, ja. Mann, die Wölfe sind schon wieder alle Low-Level. Das macht ja nichts. Sie beschäftigen sich hier mit dem Mammut. Und ich hoffe, der ist jetzt auch noch da. Wenn der auch noch tot ist, Ja, dann nee, fress ich dann einen Besen. das wäre echt blöd. Live und in Farbe. Mit Facecam. Ja, genau, dann mit Facecam. Dann gibt's auch mal eine. Aber Ja, nee, hier ist er noch, hier ist er das noch. ist echt Wahnsinn. Also. Okay, dem geht's, glaube ich, ganz Und hier gut. übrigens kommt eine Fledermaus, die sind jetzt auch neu und die kommt tatsächlich schon direkt zu mir geflogen. Kleine Hä? Drecksfledermaus. Moment, jetzt ist hier ein Rex Level 56. Das ist aber nicht der. Unser hat Level 112. Wo ist der hin? Der hat sich doch hier nicht jetzt halbiert vom Level her. Das geht ja nun mal nicht. Nee, irgendwie nicht. Ich suche mal weiter. Vielleicht war das doch ein Stück. Gerade. Hier ist er! Ach, das ist ja geil. Okay, das eine ist ein Level 112er Mädchen und das andere ist ein Level 56 Mädchen. Und der 112er frisst gerade einen Ankylo. Das ist doch schön. Und Das heißt, dem wo geht's bist du gut. gerade? Warte, ich flieg mal ein bisschen höher. Siehst du mich irgendwo? Nee, das ist eine Fledermaus. Sicher? Das bin ich? Nee, das. Das, was du da vorhin gesehen hast, bin ich? Nee, das war eine Fledermaus. Links, Nein. das, was ich gesehen habe. Echt? Das ist eine Fledermaus da oben. Weil Bist nicht du. Nee, stimmt, das bin ich nicht. Ja, also flieg mal bitte. Oh, du fliegst ja nicht. Lauf mal bitte am Strand weiter. Oder ich komme dir mal wieder ein bisschen entgegen. Da vorne habe ich dich gesehen, da. Du siehst mich? Ja, das Problem ist natürlich hier in diesen. Hier. Ja, das ist der 56er. Ey, können wir mal schnell kalt machen, dann nervt er nicht rum. Kriegst du das alleine hin? Weil Das ist der 56er, das ist ja? der 56er, genau. Ich dachte, ich den falschen töte. Nee, das siehst du jetzt ja auch gleich. Das ist der 56er. Ich sehe es, wenn er tot ist, Ja, ja. aber das ist der Okay. Kleine. So, und jetzt einfach die nächsten Steine überspringen. Da kommt dann der 112er. Und Ja. der ist auch eigentlich nur mit leichtem Zeug beschäftigt. Der hat gerade so ein Megaloceros oder Megalozeros, wie auch immer man das ausspricht, getötet. Ah, hier guck. Das Da da, guckt der Schwanz das raus. Schwänzchen. Es wackelt. Und er steckt im. Warum steckt denn der im Stein? Und im Schnee? Gerade eben lief der noch. Der hat sich eine Höhle gebaut, eine Schneehöhle. Das ist ja Ich schön. fürchte, der kommt gleich erstmal ange. Jetzt kommt er. Nee, kommt er nicht. Hä? Och nö, ey, was ist denn hier los? Die backen sich ja mal irgendwo rein. Ja, bei den T-Rex ist das tatsächlich öfter mal der Fall, dass die irgendwie festhängen. Die haben eine ganz komische Hitbox.
Ja. Das Problem ist... Ja, du kannst ja einfach mal raufschießen. Ja, er hängt... Aber jetzt kommt... Kommt da, ich wollte gerade sagen... Okay. Also ich fliege einfach mal hinter ihm so ein bisschen lang, also wenn er sich denn bewegen würde. Ja, das Problem ist, er hängt da richtig fest. Er hängt jetzt am nächsten Stein fest. Ja, aber das schafft er, guck mal, der hat zwar kurze Arme, aber lange Beine. Komm, du schaffst es. Das Problem ist, ich habe jetzt auch natürlich auch keine Lust, hier direkt vor ihm die Steine wegzuhauen. Ja, das verstehe ich irgendwie zu gut. Kommt der da jetzt runter oder nicht? Ich fürchte nicht. Es sei denn, wir locken ihn irgendwie so ein bisschen rüber. Warte mal. Der zieht aber so aus. Na, der hängt irgendwie total fest. Also das ist eigentlich so ein bisschen die Variante, die wir nicht wollen. Nee. Das ist ein bisschen langweilig. Also ich meine, so mit dem T-Rex und dem Wetterrennen ist jetzt auch nicht so gerade das sinnvollste. Ich meine, ich kann ihn ja mal kurz hier... Nein, nicht hauen. Nee, ich will ihn nicht hauen. Ich wollte eigentlich nur seine Aufmerksamkeit haben. Nee, der ist gerade aggro auf mich. Schön. Sonst hätte ich ihn nämlich durchs Wasser gelockt. Ja, das Problem ist dadurch, dass Freya jetzt ja natürlich hier ist, sie muss hier irgendwas mal in Sicherheit bringen. Ja, mach das mal. Ach ey, das ist ja wirklich blöd jetzt. Halt ihn mal ein bisschen im Blickfeld, dass ich ja, hier sehe, wann er kommt, aber nicht. Aber der hat sich ein Stück... Also über einen Stein ist er schon drüber, was macht er jetzt? Na, der kommt zu mir. Hoffe ich. Er hat sich jetzt eigentlich einmal umgedreht, ja, stimmt. Los, spring über den Stein. Schaffst das. Das ist echt noch ein bisschen blöd, dass der so schnell an irgendwelchen Ecken und Kanten hängen bleibt. Es ist auch die extrem schlechte Variante. Ist der gerade Akku auf dich oder was? Nee, macht also ich höre zumindest keine. Ja, dann keine geh mal, Musik. Flieg mal in der Nähe vorbei, aber nicht zu nah. Nee. Ach Mensch, Leute, das ist ein bisschen ärgerlich. Aber ich habe ihn getroffen, glaube ich. Jetzt ist er Angriff auf mich. Nee, jetzt, ich habe ihn getroffen. Er kommt hierher. Ah, sehr gut. Ja, was lange währt und so weiter. Ja, dann sei mal schnell. Ja, ich beeil mich. Dass ein T-Rex so schnell im Wasser schwimmen kann, ist übrigens auch verwunderlich. Ja, der braucht dazu keine Arme. Und was macht er jetzt? Jetzt komm, los. Da kann er auf einmal über die Steine springen, weißt du? Ja, der müsste erstmal jetzt hier wirklich ein bisschen außen rum. Jetzt hängt er an den nächsten Stein fest. Ach, hör doch auf. Ey, das ist doch er müsste einen größeren Kreis hier fliegen. Komm mit. Oh, ey, ich habe ihn sogar angeflogen und das interessiert ihn nicht. Komm. Ja, du schaffst es. Los, spring über den Stein. Ach, Leute, ich sag's euch, das ist ein echter Krampf hier mit dem. Ich meine, wir können ihn einfach hier außen nocken. Es hilft ja nichts. Also ich meine, wir können jetzt noch 100 Stunden versuchen, den da rauszulocken. Ja. Wir wollten ja unbedingt einen haben. Ja, der steht jetzt aber auch ungünstig im Wasser. Ja, meinst du, der ertrinkt oder was? Kann durchaus sein. Mensch. Das ist echt. Komm mal hier zurück. Zum Haus, also zur Schmiede. Ja. Ich park mal Freya dort. Wir können ja auch tauschen. Kann dir auch Mad Eagle geben. Das hilft mir nicht. Ja, da muss ja, du nimmst dich einfach mit und dann können wir die Runden halt entsprechend drehen. Ah. Dann muss ich nicht mit Freya ständig irgendwie über Steine hüpfen und ausweichen und keine Ahnung. Naja, okay. Dann hänge ich dich quasi unten ran. Ja. Juhu. Wenn dann trifft er mich einmal, da vorne ist schon wieder Party und sein hoher Wolf dabei. Level 12, Level 108 Männchen. Na, schade, ja. Naja, wir wollten doch eigentlich ein Männchen. Ja, das also nicht schade im Sinne von... Achso, dass die sich da gerade vergnügen und wir keine Zeit dafür haben. Ja, ich hätte mal Zeit. Naja, so viel Zeit hätten wir nicht. Hier ist ein Säbelzahntiger. Level... Weißt du, die ganze Zeit findet man nix und dann sowas. Aua. Ja, du musst schon in der Luft bleiben, ne? Ja, war gerade mal ausnahmsweise ein bisschen tiefer. Einmal Level 32 und Level 16. Naja, nee, das ist nicht so interessant. Level 108, ja, Level 108 Säbelzahntiger. Quatsch, sag ich schon hier. Wolf wäre auch cool, für Freya ein Freund. Ja, wir halten den mal fest, wir wissen ja, wo er ungefähr ist. Und wenn wir den T-Rex durch haben... Ja, aber das Problem ist, ja? Der Wolf wird wahrscheinlich eher sterben als ein T-Rex in dem Levelbereich. Aber ich finde jetzt ehrlich gesagt den T-Rex wichtiger. Aber Freya braucht einen Freund. Wir brauchen ja nochmal ein zweites Reittier. Ja, schon, aber ich will einen T-Rex haben. Wir holen uns einfach beide. Ja, das kriegen wir auch hin.
Aber erstmal den T-Rex betäuben. Und wenn der betäubt ist, dann können wir uns ja auch um den Wolf kümmern. Ja. Von daher, jetzt komm doch mal schneller zurück. Ich bin da schon auf dem Weg, aber Freya ist hier ein bisschen langsamer, weil ich zu schwer bin. Weil die scheiß Winterklamotten so extrem schwer sind. Ja. Könnte es auch mal irgendwie ändern. Und jetzt loote mal hier so einen Grabstein, dann hörst du die Musik oder den Ton. Matt Eagle, stehst du im Weg? Ja, ne? Ist ja schon cool. So, jetzt dann sammle ich mal ein. Warum steht ein Bui eigentlich da hinten? Wenn er hier in den Raptor runtergesprungen kommt, ist er weg vom Fenster. Ja, warte mal. Dann bringst du ihn jetzt zurück oder stellst du ihn aufs Dach? Ich stelle ihn jetzt zu Freya. Oder so. So, jetzt nehme ich mal mit. Ja, ja. Aber ein bisschen Termine. Ja, gut. Ein bisschen Termindruck. So. Hängst dran? Ja. Was ist da unten, ey? Ja. Wo denn? Was denn? Im Wasser? Level, dann bleib doch mal. Ja, nein, ich will doch nochmal. Nein, nicht drehen. Hoch. Ja, Mann, ist ein Säbelzahntiger. Ja, das ist mir klar, das ist ein Säbelzahntiger. Sie wollten am Level gucken. Level 32. Ja, das war der von gerade eben. Du hast einfach nur einen Auftrag rausfliegen. Oh je. Ob das so klappt? Ich bin mir noch nicht so sicher. Aber guck mal, die Wölfe. Die Wölfe? Mein Gott, Sprachprobleme für 500. Halt mal kurz an. Also, stopp. Ja, ja, ja. Welcher ist denn von denen der hohe? Ich glaube der dunkle. Nee, der weiße hier. Sind es nicht zwei weiße gewesen? Ach, der eine, der steht noch. Hm. Die sind jetzt natürlich unter uns. Das Problem ist, wenn wir die jetzt weglocken, die greifen den T-Rex an. Ja, dann lockst du doch nicht weg. Ja, die stehen unter uns, was soll ich machen? Wenn ich einfach noch ein bisschen weiter nach oben fliege? Ja. Oder bleiben die ganze Zeit aggro? Nee, du müsstest schon ziemlich weit hochfliegen. Aber wenn die das Mammut davon angreifen, dann fliegt er mal in Richtung T-Rex hoch. Irgendwo werden sie hängen bleiben. Höher, 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 viel höher. Ja. Mal jetzt Richtung T-Rex. Okay. Ah, ja, die greifen jetzt irgendeinen Geier an, das ist in Ordnung. Okay. Also kann ich gleich wieder ein bisschen runtergehen? Jetzt kannst du Richtung T-Rex gehen. Und da kommt gucken, was er so macht. Und da kommt eine Fledermaus, ich hoffe, die will nicht zu uns. Ja, dann schießt es einfach ab. Wahrscheinlich treffe ich dich und dann stürzen wir ja ab. Ist noch ein Geier? Ja, der kämpft Geier. Mit der Fledermaus. Ja, weiter, weiter, weiter. Nicht anhalten. Wo ist denn der T-Rex hin, sag mal? Ja, er ist noch ein Stück weiter. Der hängt noch im Wasser. Also hier am Stein hängt der noch fest. Hä? Wo? Ach da, hab ich gar nicht gesehen. Ja, das ist ein Tarnrex, ne? Deswegen T-Rex wie Tarnrex. Ja, jetzt kommen wir, fliegt mal da Richtung hinter ihn. Ja. Und die Kurve? Ja, bitte nicht so tief. Danke. Oh, jetzt einmal hier Richtung Ufer vorne. Ja. Wir nehmen ihn jetzt einfach mal durchs Wasser mit. Das geht ja so nicht weiter mit ihm. Ist das so genehm? Ja. Kannst aber auch schon weiterfliegen. Sag einmal Bescheid, wenn ich mal kurz bremsen soll, ne? Naja, flieg mal hier so richtig hier vorne, so an die, noch ein paar über die Steine drüber. Am Rand lang. Ja. Ja, geht doch. Wenn mit ein bisschen Geduld klappt das schon. Ja, das Problem ist, wie gesagt, der muss hier irgendwie dringend dann an Land und zwar idealerweise nicht da, wo die Wölfe sind. Ja, so, jetzt müssen wir mal kurz warten, weil der kommt gerade nicht so schnell hinterher. Na, der kann halt nicht so gut Brust schwimmen. Tja, so, mal gucken, ob er jetzt im Stein hängen bleibt. Abgerutscht. Oh. So, weiter. Hast du ihn getroffen? Weiter. Flieg mal. Das ist da vorne, das ist ein Mammut. Verdammt. So, fliegt man hier links lang, also einfach mal quer durchs offene Meer. Das wäre richtig bis nach vorne. Ja, zurück, hängt fest. Okay. Jetzt kommt er, jetzt wieder weg. Rexy, komm zurück. Na, flieg mal, gib mal Gas. Na, ich wollte zurück. Naja, nein, Richtung T-Rex. Ja, wollte ich doch. Ja, da sollst du aber Gas geben. Was ist denn dann Gas geben und umdrehen, falsch zu verstehen? Du sagst es immer zum falschen Zeitpunkt. Ja, geradeaus finde ich nicht, So, hast du ihn wieder? Jetzt hopp. Oh, wir versuchen ihn mal irgendwie auf die Halbinsel zu kriegen. Idealerweise nicht so weit aufs Meer raus, sondern halt eher so Richtung... Naja, so ein bisschen am Ufer lang, aber schon bei den Steinen. Na, so Richtung Halbinsel. Damit er gar nicht in Reichweite... Nee, stopp. Ja, ja, ja. Damit er gar nicht in Reichweite von den blöden Wölfen kommt. Kommt. Ja, das ist... Er hat schon wieder ein Sprachproblem, unglaublich. Das habe ich auch. Ja, die Wölfe turnen da vorne immer noch rum, ey. Ich würde ungern so einen Wolf haben, ey. Ja, da schwimmt übrigens ein Delfin im Wasser. Ja, das macht nichts.
Was ist denn das für ein Grafik? Das ist übrigens ein Hai, das ist kein Delfin. Oh nein. Das ist natürlich geh mal Richtung Ufer, 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 Ufer. Ah, ja. Und ja, immer hier Richtung Steine, nicht so weit hier vorne, der muss sofort wie möglich, so schnell wie möglich ans Ufer. Er sollte da eigentlich hier passen. Kämpft der jetzt gerade oder was? Nein, der kämpft nicht, weil das kein Wassertier ist. Der lässt sich einfach nur beißen. Ja, super. So, ich hoffe, der kommt jetzt hier irgendwo rauf, ne? Ja, der kommt ja schon. Aber hoch. Er blutet noch nicht, oder? Nee, also der Hai wird jetzt auch nicht so hoch sein vom Level her, glaube ich. So. Hoch. Sehr schön. Oder warte, stopp. Ja. Mal kurz gucken, was das für ein Hai ist. Level 16. Naja, der sollte ja nicht so schwierig sein. Denkst du zu tief? Nee, ne? Nee. Kann ich weiter? Ja, am Ufer lang. In Richtung Halbinsel dann wieder. Ja. Ich mach das jetzt mal nicht so schnell, damit jetzt auch nicht wieder irgendwas passiert. Okay. Ist das noch okay? Naja, wir müssen... Oh, ach nee, das andere ist ja wieder ein Delfin. Ja, aber der Hai kommt auch, aber macht nichts. Ja, wir sind ja gleich jetzt. Naja, weiter links. Mensch, da kommt ein Säbelzahntiger. Scheiße, jetzt macht der den wieder. Ach, Mann. Wo ist denn hier ein Säbelzahntiger? Ja, direkt unter uns. Hat? Au, oh, Fledermaus. Mensch. Ist ja schon wieder... spannend. Was ist das für ein Säbelzahntiger? Ja, keine Ahnung, ich sehe es gerade nicht. Au. Oh Mann, ey, diese blöde Fledermaus. Ey, Drecksfledermaus. Komm her. Bist du die kaputt? Ja, flieg mal ein Stück hoch. Jo. Ah, stopp. Treffe ich dich gerade? Ja, du triffst... Na, aber nicht doll. Nee, du triffst Mad Eagle. Ach, du Schreck. Los, gib mal Gas. Gib mal Gas. Ja, ich flieg da schon. Ja, richtig. Na, das ist schon. Ja, dann mal runter hier. Muss man jetzt ein bisschen zusehen, weil die Fledermaus greift mich nämlich gerade an. Lass mal los. So. Loslassen. Ja, falsch tastisch. Nee, jetzt. So. Das hat gerade so nicht funktioniert. Ja, ihr seht schon, das ist hier wieder total Profis am Berg und der T-Rex hängt im Zaun. Die Fledermaus kommt jetzt und macht mich bestimmt gleich kalt. Die macht jetzt erstmal nicht kalt. So, Moment. Kommt die jetzt mal bitte her? Komm her, du blöde. Der ist übrigens auf passiv gesetzt. Ja, super. Ey, was sind das für Akro-Fledermäuse? Ja, die ist mir jetzt kaputt, ne? Also, das ist schon mal ein Anfang. Scheißviecher hier, ey, wirklich. So, jetzt kümmere dich mal bitte um unseren Zukunft. Ja, ich bin tot. Fast. Ach, ich habe nur noch 5% oder so. So, diese Fledermaus zuckt hier ohne Ende. Auch schön. Wieso ich den Schwimmerkampf aus der vom T-Rex? Mann. Das ist wieder eine Action hier, unglaublich. Das Problem ist, ich würde gerne mit ihm um die Wette rennen jetzt, aber das klappt gerade nicht. Ja, irgendwie. Ich muss unbedingt. Ich komme hier gerade nicht in das Inventar. Der flöden Fledermaus, warum? Ja, die liegt wahrscheinlich wieder woanders. Ach, du doofe Fledermaus, ey, das ist, naja, ist jetzt egal. Ja, aber diese blöden Klamotten los werden, das nervt mich total, dass die so scheiße schwer sind, ey, das ist ja, mach mal. Echt unnormal. Ja, also, das ist wieder mit Hindernissen heute, das ist ja nicht normal. Diese Drecksfledermäuse. Geht alles schief. Also Hauptsache, wir kriegen den T-Rex noch, ne? Naja, das Problem ist, ich regeneriere irgendwie gerade keine Lebenspunkte, warum auch immer. Nicht, dass hier jetzt wieder irgendwie was komisch verbuggt ist seit dem Patch. Was wir noch nicht mitgekriegt haben. Also normalerweise... Achso, warte mal. Könnt ihr mal die Armbrust separieren? Die geht nämlich bald kaputt. Weil das Problem an der ganzen Sache ist, normalerweise, wenn man das futtert, dann regeneriert man Lebenspunkte. Also eigentlich war das bisher mal so. Eigentlich bin ich der Meinung, es ist auch immer noch so, aber es klappt gerade nicht so wirklich. Hm. Warum auch immer. Es fehlt mir. Oh, Fiber. Mein Gott. Ja, da hat man leider vorhin auch schon zu wenig. Ich habe auch nichts mehr in der Tasche. Ja, dann mal kurz was sammeln gehen hier. Hast du mal deine Sichel mitgenommen jetzt? Ja, habe ich. Warte mal, ich sammle. Ich mach schon. Wie viel brauchst du? Na, ich hab schon genug. So. Uiuiui. Leute, ich sag euch, das ist wieder aufregend hier. Absolut. Was macht der T-Rex? Erstes Chaos mit dem Level 120 T-Rex, der leider draufgegangen ist. Jetzt das Elend hier mit dieser scheiß Fledermaus. Und dem T-Rex, der da an der Wand hängt. Ey, der hängt zur Hälfte jetzt schon durchs Tor, ja? Und macht er ja die ganze Zeit schon. Ich hab vorhin nur den Kopf gesehen. So, ich hoffe... Ja? Du hoffst? Bitte was? Kannst du mal kurz drumherum fliegen und mal gucken, wo der Säbelzahntiger steckt? Ja, mache ich. Warte. Ja. Bin jetzt todesmutig, mach die Tür auf und dann lasse ich sie zu und schieße einfach in den Kopf. Warte mal. Also der Säbelzahntiger ist hier nicht zu sehen.
Wahrscheinlich hat er ihn getötet. Aber ich höre gerade Agro-Musik. Wer greift an? Das ist ja vom T-Rex. Der greift ja. Das, ach, da vorne ist der Säbelzahntiger. Oder? Am Ufer? Ja, ist Level er. Ist er, 16, oder? Ist ja nix. Ja, ich glaube, das war der. Oh, und da ist ein Ei, glaube ich. Ach nee, das ist schon wie ein Kürbis. Toll. Ich dachte, das wäre ein Ei. Naja. Ein oranges Ei, von wem auch immer. Ja. So, du bist mit dem T-Rex beschäftigt, ja? Oh, ich mache das jetzt mal wieder auf die billige Variante. Ja, das hilft ja alles nicht. Das ist ja nervenaufreibend hier. Wir wollten ja auch nicht nur 3 Stunden da sitzen. Ich meine, ja, das Zähmen dauert ja eh wieder. Ich bin ehrlich gesagt gerade nicht in der Stimmung für einen Wettlauf. Haben wir ja schon mal hinter uns. Oder ich vielmehr, Anja, der zuguckt, wie immer. Ja, das mache ich gerne. Ja. Ich meine, du willst ja nicht, dass mir irgendwas passiert. Ja, aber du willst, dass mir was passiert. Beim letzten Mal, wo ich mit T-Rex um die Wette gerannt bin, bin ich am Stein hängen geblieben. Da ich nicht durchgepasst. Da warst du zu dick. Ja. Und da hatte ich ja nicht mal eine Rüstung an. So, ja. Wenn du mit dem T-Rex da durch bist, dann würde ich jetzt hier mal neben dem Kürbis stehen, neben dem angemalten. Ja. Also das werden wir hier ja wohl noch miterleben. Ja, da wird die Folge heute ein bisschen länger. Ja, das stört halt, ja, ne? Das stört ja sicherlich niemanden. Aber den Kürbis müssen wir unbedingt zeigen. Ich habe mich da so ausgetobt. Und das skillbasierte Kochsystem soll ja jetzt auch schon im Spiel sein. Aber ehrlich gesagt habe ich noch nichts gesehen von. Ich habe auch keine Ahnung. Also, warum ist das hier so kalt, sag mal? Das ist Eisbaden angesagt. Das Wetter sagt gerade 7 Grad. Ja, aber ich stehe auch gerade im Wasser. Ja, aber draußen sind ja schon 7 Grad. Das ist ja schräg. Und hier haben wir -1. Okay. Ja, ich guck mal kurz, ob der Kochtopf irgendwas sagt. Vielleicht auch nicht. Ja Mensch, 59 Pfeile habe ich noch, da geht doch noch was. Wir müssen auf alle Fälle mal demnächst zusehen, dass wir uns mal diese Betäubungsknarre zulegen, also mit diesen Tranquilizer-Darts. Aha, die haben wir ja schon gelernt, mit diesen Betäubungspfeilen sozusagen. Mhm. Das ist schon ganz cool. Brauchen bloß die entsprechende Waffe für. Ich überlege gerade, vielleicht gibt es auch extra Rezepte, die halt für dieses skillbasierte Kochsystem wichtig sind. Aber wir haben irgendwie keine Kochrezepte. Oder zumindest keine wichtigen. Nee, ich meine, also die Kochrezepte selber kann man ja nachgucken, ist ja nicht das Problem. Aber irgendwie, ich weiß nicht, woher ich habe auch noch keine, also nicht gesehen, wo man hier irgendwie Skillpunkte verteilen könnte oder so. Ja, hast du mal geguckt, ob man irgendwas Neues bauen kann, einen neuen Kochtopf oder irgendwas? Warte mal, guck ich mal kurz. Also Leute, ihr seht schon, es ist noch ein bisschen schwierig heute. Wie gesagt, der Patch ist ja gerade erst rausgekommen, vor einer Stunde ungefähr. Naja, gut, 1,5 Stunden. Und ja, irgendwie, ne? Das dauert hier ein Eckchen. Ein Und die Vogelscheuchen konnte ich auch noch nicht zeigen. Verdammt. Ja, das dauert. Ich meine, ansonsten kann ich es auch so machen. Ich kann die Armbrust in die Hand nehmen, weitermachen und du zeigst das Zeug. Vertraust du mir, dass ich diesen T-Rex am Leben lasse? Mein Gesichtsausdruck spricht Bände. Ja, ich komm trotzdem mal vorbei. Komm, lass es doch mal tauschen, weil wer weiß, wie lange du da jetzt noch rumzotteln musst. Weißt du vertrödelst auch immer schon in deine Sichel und dann willst du einen T-Rex hier. Aber ich hab meine Sichel doch jetzt in der Tasche. Wirklich, ich lass die jetzt immer in der Tasche. Das ist der beste Beweis dafür, dass ich auch einen T-Rex hier narkotisieren kann. Nee, aber wenn, dann mach mir die Tür auf und dann darfst du rennen. Was? So, ich komm mal vorbei. Ja, wenn, dann richtig, ne? Also. So. Komm, gib mal her hier. Hast du keine eigene Armbrust, sag mal? Nicht mit. Alter. Doch, warte mal, ich hab sie sogar mit, aber ich hab keine Narkosepfeile mit. Gehen welche bauen? Ich sag mal, ne? Also, kannst du mir doch einfach welche geben? Oh, er ist umgefallen, oder? Ne, er rennt weg. Was macht der da? Oh Gott, nicht, dass er rumrennt. Warte, ich guck mal kurz. T-Rex? Der hängt noch in der Tür. Ich sehe ihn aber... Jetzt. Ah, da ist er wieder. Da war er kurzzeitig verschwunden. Da hat er mich aber ganz schön ausgetrickst. Ja. Der Bursche. Oder ist das ein Mädchen? Ich weiß gar Mädchen. Nicht. Das Mädchen. Blutet aber schon ganz schön. Die Burschin. Die Bursche. Das Bürschchen. Ne, wenn es eine sie ist. Ja, das Bürschchen. Wie auch immer.